Ah, ey, kennt ihr eigentlich, wenn ihr auf OBS die falsche, den falschen Knopf drückt? Ja, statt auf Pause auf Beenden klickt? Kenn ich. Ah, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Ja, genau. Der Schrein. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Sieht ein bisschen anders aus hier. Was läuft nochmal zuerst hier oben lang? Hier ist ein Dude. Hail to you, Ashen One. Tis good to see you. Come, we have much to discuss. Half-Light Pilgrim of Ulasir, okay. I was a pilgrim once. I traveled from my home in Ulasir. It was ever so long ago. But I am like you, bestowed with sacred purpose. It's about time we saw to it, no? No? I was a pilgrim, but I... Okay. Ja, andere Titanite, andere Upgrade-Dinger. Galvanic, Titanite Charts. Ganz viele Sachen, dann hier so ein Covenant-Ding, ja. Und dann hier Lightning Sorceries, okay. Ja, bis dann. Hier haben wir den hier. Kommt mir eben bekannt vor, so ein bisschen. Das ist ein stummer Dude. Aeromancer Volaris. Ja, ganz, ganz viele verschiedene. Canceling the Lion Knight's Gambit. Okay. Ja, mal aus. Orosan Survivor. It's a scrap of an ancient banner once depicting the heraldic insignia of the Order of a Lion. The keepsake of those that endured the calamity that befell old Orosa. Ah. Ich hasse Calamities auch, ey. Wie viele Umbra Calamities? Ja, ganz Physical Affinity, ja. Physical Sorceries, ja. Windkram. Immer noch ein stummer Dude. Ja. Ja, hier hat er seine Sachen hingestellt, deswegen roll ich da jetzt mal nicht durch, das wäre unfreundlich. Läuft der? Den Blatt? Warte mal. Der hat sich da gerade bewegt. Was ist denn hier los? Hä? Steht nicht gerade. Hä? Okay, lassen wir das einfach mal so unkommentiert stehen. Achso, ja, ich habe auch absolut keine Ahnung, ob es hier irgendwie Quests gibt, ob die Quests anders sind, ob es neue Quests gibt, ob die alten Quests noch drin sind, den ganzen Kram, weiß ich absolut nicht. Hail, Champion. May the sun shine upon you. Du bist doch ein Paladin, das merke ich doch. Ne, ein Dragon Slayer, okay. Lightning, ja gut, komm, Paladin. Lightning Touch. Ja. Touchy. Machen wir doch. We adherents of sunlight must persevere, for honor and for the sake of our mighty father, Gwyn. Ja. Seekers of Sunlight Covenant. Ja, Divine Blessing. Ja. Galvanic, ja. Okay, dann haben wir hier. Clergy's Robe, have faded. Muse and Time, Numbers Dwindled, Priest of Your Gods, Worked All the Heart in My Names, Way of White, Armored Gauntlet Silvered, and Worn by the Blades of Gwyn. Power of Holy Sunlight, Against Dark's Poisonous Corruption, blah blah blah. Stories often told of Avella and be readily offer aid to the unkindled ash on their journeys. Okay. Ja. Go with honor, Champion of I. Hat er noch irgendwas zu sagen? We adherents. Nee, okay. Go with honor. So, hier, unser Dude ist nicht hier. Ja. Ja. Target Dummy ahead.
Hier ist unser Loot. Okay, okay. Das ist auch cool. Ah, hier gibt es jetzt eine von der Rampe. Das ist ja nice. Ein bisschen abhängen, ne? Ein bisschen abhängen. Unkindled Warriors. Was ist das? Ist eine Waffe, ne? Das ist eine Axt und so ein Schwert. Ach, keine Ahnung, was das ist, ey. Okay, eine Leiter, die wir runterkicken können. So, was haben wir denn hier? Ich liebe solche Spiral Staircases. Finde ich richtig klasse. Macht mir mal Spaß. Wollen wir hier jetzt gerade runter droppen? Naja, können wir auf dem Rückweg machen, ne? Können wir auf dem Rückweg machen. Da ist Loot. Da ist auch Loot. Ja, ich weiß ja noch, die letzten paar Mal, die ich das gemacht habe, habe ich das immer mit der Maus und Tastatur, bin ich immer auf Maus und Tastatur für die Sprünge umgestiegen, weil es einfach besser ist. Ja. Es einfach viel präziser ist. Ich bin kein Fan von wie heißt's hier, Platforming in Souls Games, finde ich immer richtig scheiße. What? Aha. Der Bruder ist hier, ja. Wir sind gerade, nee, noch nicht ganz. Ja, geh mal. Hui! Goodbye. Ja. Sieht doch cool aus. So, dann glotzen wir mal noch mal da oben. Firekeeper Soul. Keine Ahnung, was hier mit dem Inventar passiert ist. Aber. Ist das. Ah, da, ein Key Item. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was man damit macht. Keine Ahnung. Ich weiß, was man mit den Augen macht, aber nicht mit der Soul. Vielleicht hängt das ja zusammen. Weiß ich also nicht. So. Ach, guck mal, hier ist kein Arsch. Hier ist keine Arschgeige, die uns einsperrt. Das ist ja nett. Das kommt wohl erst noch, ne? Ja. FromSoft kann's halt nicht lassen mit seinen Patches, ne? In jedem FromSoft-Spiel. Oh, fuck me. Oh, boy, oh, boy. ja. Das war jetzt ein bisschen weniger gut. Cemetery of Flame. Oh, wir haben im Schrein nicht ein Ding angefasst. Ja. Ups. Oh boy. Ja, komm, dann rennen wir eben noch dahinter. So, hier mal wieder alle chillen. Ich muss mal hier durch. Ist doch gut, ich bin im Schrein. Chillt doch mal alle. Ne? Kommt ihr mit? Nee. Ja, diesmal bitte ohne runterfallen. Das wäre doch ein Highlight. Ah, so hier. Ja. Ich habe halt zu lange nur B gedrückt und zu spät angefangen nach vorne zu stieren. My bad. So. Da
Wollen, da wollen wir, da wollen, da, ne, genau da nicht, ne? Da wollen wir hin. Ja. So, mal gucken, ob ich nochmal sterbe. Ich würde es nicht ausschließen. Ist Fall Damage Percentage based? Oder absolut normal? Uiuiuiui. Ja, Plattform in diesen Games finde ich richtig scheiße. Firekeeper 2. Ja. Nehmen wir die Maske. Das ist doch fabelhaft. Bitte nicht stören. Danke. Und ich glaube, der, nee, nicht du. Ich glaube, der Hund hat draußen gebellt. Ich glaube, hier ist kein Hund gewesen. Nee, okay, der kommt von draußen. So, dann kicken wir mal die Leiter darunter. Ja. Oh, warte, hier, das haben wir ja auch noch, ne? Hier, da diesen Vorsprung, da ist doch bestimmt auch noch irgendwas drauf. Oder? Ist das Insta Death oder kann man. Ah, ne, warte, da ist. Moment, da ist eh eine Mauer vor. Ups. Hätte man auch irgendwie vorher bemerken können. So. Kicken wir die Leiter. Aha. Ist hier oben noch irgendwas? Jo, okay. Hier? Vielleicht noch irgendwie Loot? Bitte was? Geht's dir gut, mein Loot hier? So, eher nicht so, ne? Eher nicht so. Wo geht's denn hier rein? Da. Uff. Den Lizard erwische ich doch niemals, ohne zu sterben, oder? Warte mal, vielleicht. Oh, vielleicht. Oh. Shit. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Idee wert. Warte mal. Wenn wir klare Sicht auf den haben. Ja. Gut, dass der Lizard hier gerade nicht hört, wie der Hund draußen bellt. Sonst wäre er auch schon abgehauen. Okay. Metallic Titanite Shard. Das ist doch nett. Ja, hier drin ist jetzt auch so ein Ding hier. Okay. Ja, wollen wir noch irgendwas hier oben? Ich, oh, da ist was, da ist was. Soul of an Intrepid Hero. Couldn't be me. Da, ich sehe da leuchtet da was. Ja? Ja gut, das hat sich nicht so gelohnt. Betrachtet, dass wir schon den plus 3 tragen. okay. Font of Sullivan of the Boreal Valley. Das war aber im Base Game, glaube ich, die Prinzenrolle, oder? Watches of the Abyss. Jorm, ja. Ja, im Base Game war das doch hier, Dingens, ne? Holy King Lothric. Saint Aldrich. So. Oh, warte, das kann ich auch. Was du kannst, kann ich auch hier. Nee, nicht Apostate. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Nicht blind. Das, das ist, okay, das ist es, das ist es. Firekeeper Gloves, ja, warte, gleich haben wir's. Haben wir dreimal, uiuiui. Okay, so, ja, kann ich auch, hier, hallo. Welcome to the bonfire, unkindled one.
Und hier mit dem Lighting gerade irgendwas abgeht, ey. Meine Haare glänzen ja voll. Oh Mann. Okay, machen wir. Cool. Das stimmt. Okay. Oh, machen wir das? Keine Ahnung, ob wir es machen sollten oder nicht. Ja. Eine Sache, die ich noch weiß bezüglich dieser Mod hier, ist folgendes. Level up an Bonfiren. Nicht mehr nur bei ihr. Ja? Sicher einfach bam. Ja, und das hier, das sind die Patreon-Supporter oder so. Der Typen, die denn, denke ich mal. Oder halt sonst irgendwie Donation-Typis. Okay. Da oben waren wir jetzt überall, ne? Ja. Hallo? Oh, ich hätte nicht mit dir sprechen sollen, ne? Wenn man mit der hier nicht spricht und dann zuerst in dem Intended Graves Shrine mit der spricht, dann hat die eine andere Voice sein, wenn er hier dann mit der spricht, ne? Da war ja irgendwie sowas. Da erinnere ich mich dunkel dran. Dunkel dran erinnern, weißt du, weil ist ja, ja, okay. Ember. Kann man schon immer unendlich viel Ember kaufen? Ich weiß es nicht. Ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ja, Asche, bringen wir irgendwann zu ihr. Machen wir. Da ist so ein Dude. Da ist so ein Flieg-Dude hier. Das sind noch diese Gegner aus Smothering Lake, ne? Grey Rat? Ihr seid alle hier. Okay. Okay. Do me a favor, give this ring to all a nuisance. Okay. Genau. Sieht so aus, als wären Quests dann irgendwie nicht mehr so drin hier so. Zumindest ein paar. Ich kann schon Titan 1 Skills kaufen. Das ist so schön. Nenn ich viel Ember, was ist denn noch hier so? Ah, okay. Goodbye. Du, mein Dude, was geht mit dir? Ist den Stuhl besser, da kommt man besser hoch als auf den fetten Thron, da kenne ich, verstehe ich. Transpose. Titanite Steps können transpose. Was ist das denn hier? Oh, Fire Breath Flames. Ah, meine Watchdogs. Okay. Bam. Aha. Dancer, ja. Was haben die denn noch? So, Legionnaire's Cutlass. Eyes of Dance? A weapon used within the ranks of a once prominent Isolith Legion, favoring light armored agility, Legionnaires would often rely on the tremendous heat given off by the pyromancies to keep enemies from getting too close. Launch forward in a sudden dash and pull up with a strong attack to form a double slash. Ja, gucken wir mal an, ne? Gucken wir uns mal an. Haben wir auch noch nicht. Keine Ahnung. Masters of the Devs, sind das die Deacons? Eigentlich, ne? Keine Ahnung. Pontiff Sullivan, Medea, Euclus, Ike. Das ist, der ist neu. Der sagt mir gar nichts. Aram, the Firstborn. Okay. Frigid Wyvern. Ja, das war das Ding. Ja, keine Ahnung, lassen wir das einfach mal so stehen. Archdruid Keimer, okay, kenne ich auch nicht. Liliane.
Aha, hier auch nicht. Ah ne, warte, Deacons of the Deep gibt's noch. Was ist denn dann hier? Was sind dann die Masters of the Depths? Keine Ahnung, ey. Das muss ein geänderter Boss sein, ne? Ich hatte die Seele, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ist das wohl ein veränderter Boss, der halt den Slot dann quasi nur übernommen hat. Okay. Hallo! Andre from Outcast. Okay, haben wir dich auch? Baby, be careful. Wer bist denn du? Du bist ein Dude. Oder ne Dudette. Ist das nicht so eine von diesen fetten Evangelists? Welcome, my child. Dark Miracles. Okay. We are loyal to the Mother Rosaria. Oh, okay. Blood exists everywhere. Ja, ich sehe. Ich verstehe. Okay. Jetzt macht's Sinn. And within the light. We are loyal. Okay. We are loyal. Ist denn unsere Dark Dudette hier? Wie hieß sie nochmal? Ich weiß nicht mehr. Die eine Tuse da, ihr wisst schon, wie ich meine. Ich weiß nicht mehr, wie hieß die. keine Ahnung. Irgendwas mit Y oder so. Vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung, was laber ich hier. Revel. Ja. Hello. If the spells, I presume. Well, I am duty bound to provide. Arcane Crystals. Or like Life Essence Guardian. Oh, da ist doch so ein Naturbursche hier. Ja, so ein richtiger Druide, ne? Ja, kannst du ein Geweih haben. Okay. In accordance to the Conclave's orders, my betters sought to assist your ilk. And thus, here I sit. The first, doubt you'll be the last. Was soll das denn heißen? Ob sie sich abkratzt oder was? Was soll das denn? Back again, I see. I suppose this means you're after sort. We're back. Ja, okay. Also die sind halt alle schon hier, ne? Okay. Come again. Und du? Du bist auch ein stummer Bursche. Ja, okay. Poison Mist, Mudfrow, Physical Conjurations. Okay, so ein Erdmagier-Dude. Und unsere Firekeeper in Spe ist hier. Oh, Champion of Earth, I was not meant to be a Firekeeper. The gods are ever merciful. I am you. Ja, ja. Oh, warte, aber Divine Reprisal. Enhance your shield one on your left hand with a sliver of Divine Fury. Enhanced shield one on your left hand with a sliver of divine fury, increasing the defense of a shield while struck. When struck, defense is lost in a burst of physical damage. Ooh, sounds dope. Oh, sweet please, I am frightened. Alles gut, alles gut. ja. Oh, der Feuertyp ist auch schon hier. Warum bin ich überrascht? Natürlich ist er auch schon hier. Die sind alle hier, ne? Ja. Okay. Dann hat man auch erstmal geklärt. Okay, eine Sache, mit der man aufpassen sollte, das ist mir gestern aus Versehen passiert, als ich hier mir den Mod angeguckt habe. Mit dem Ding. Dann sollte man den horizontalen Laser nicht irgendwie hier im Firelink-Shrine benutzen. Ich habe nämlich aus Versehen die Firekeeper und die Shrine-Maiden angeschossen, weil es irgendwie auch durch Wände geht. Ups. Oh, warte, dich kenne ich doch auch noch. Ah, and well, you're not alone. Because we can nip and it happened. We're talking, don't you think? Boah, der ist aber so richtig crestfallen, ne? Also wenn der da ist, ne, ist dann auch hier. Da war auch dieser eine Dude.
Da war dieser eine Dude, ne? Kennt ihr den einen Dude noch? Der hier so. Ne, der nicht hier so abhängt? Okay. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja. Dann. High Wall of Lothric. Ja, dann gehen wir wohl da. Erstmal hier, ne? Dune Spells. So, was wollen wir haben? Ich meine, Vampiric Grasp ist irgendwie geil, aber als ich nur ausprobiert habe, trifft man damit so gefühlt irgendwie die Hälfte der Zeit nicht. Was ist denn cool? Ich meine, Feine Fleisch ist halt der Name, ne? Der Name ist halt geil. Kann man nichts. Oh, Ups, Daisy. Kann halt nichts gegen sagen, ne? An advanced spell of Lost Ulysseer by a powerful projector of light and enemy. Ja, keine Ahnung. Vampirism finde ich lustig. Yeah, causing bleeding to nearby foes and recovering HP of a caster for 45 seconds. Ist doch eigentlich ganz putzig. Was wollen wir denn? Was ist denn lustig? Einen, den ich gestern auch schon getestet habe, der ist auch richtig lustig hier, der hier. Kannst Gegner frostbiten. Den finde ich eigentlich ganz toll. Nehme ich mal mit. Weil, warum nicht? Ja, keine Ahnung. Soll erstmal okay sein. Ja, High Wall of Lothric. Kleiden wir uns dafür. High Wall of Lothric. Lothric Dudes. Armor of Thorns. Kirk, kennt ihr noch den Kirk, ey? Oh boy. Deserter, hier ist die Deserter, ne? Ja, kennt ihr den noch? Increase Soul Gain by 7%. Nice. Wie sieht denn das aus? Okay, das sieht jetzt relativ dumm aus. Wo sind denn die Deserter? Wo sind die bei? Die sind neben Zanfus und Black Leather, okay. Relativ in der Mitte, okay. Ich wünschte, man könnte einfach in scheiß Souls Games sein Inventar sortieren, ey. Heilige Scheiße, kann das so schwierig sein? Isn't it? Ich sehe noch nicht mal die Senfus-Dinger hier. Enhard, Sunless, Black Dress. Alter, ey, was ist denn der Scheiß? ist es schon schwierig? Oh, da hier, Senfus. Oh, ich habe keine Deserter Gloves. Das habe ich hier nicht gefunden. Ah, okay. Ja. Dex by one. Ja. Cure Resistance. Curse Resistance, nicht Cure Resistance. What the fuck? Soul Gain. Slave Knight. Slave Knight könnten wir auch machen, ne? Warum nicht? Ich hab keine Ahnung, was die Hälfte hiervon ist. Wo ist denn der Slave Knight Typ? Da oben so. Bitte einfach alphabetisch, ja. Bitte einfach alphabetisch. So, ich muss jetzt echt, ey, jetzt muss ich echt nochmal gucken hier. So. Da so. Was ist in der Nähe? In der Nähe ist so Evangelist, Fallen Knight, Dragon Scale, Northern Armor, okay. So. Dragon Scale. Der hat doch hier. Muss er doch haben, oder nicht? Hä? What? Oh, da. Okay, ich bin einfach nur ein blindes Arschloch. So. Und da wir ein blindes Arschloch sind, nehmen wir halt auch ein Blindfold, ne? Na, das sieht doch putzig aus. So, so laufen wir rum. Warum nicht? Zumindest fürs Erste. So. Trevor. High Wall of Lothric. Let's go.
Ja. Sieht, glaube ich, relativ normal aus. Oder so in den Dreh war das auch im Base Game. Nur, dass das Lighting irgendwie besser ist im Base Game. Hier sind ein paar Loots. Der sieht aus, als wollte Agro sein. Ja, der, genau der. Ja. Wow, wer schießt? Was? Wer schießt? Der schießt, okay. Geh weg. Okay. Standard Boot, ja bitte. Da unten ist er. Oh. Hä? So, was sehen wir denn von hier? Okay, der will was von uns. Der hat gerade. Hat der den gerade gesammelt oder war der Hund schon da? Ja. Dann gehen wir mal einfach hier so lang. Ah, bester Move, ey. Ich würde es auch mit dem Move nicht übertreiben, aber der ist halt richtig geil. So, haben wir die Wahl? Hier links oder rechts, ne? Ja. Das ist ein Bonfire. Damit doch noch einer, was ist denn hier los? Ich höre doch von hier noch jemand. Keine Ahnung. War von hier drin? Nee. Ja, ihr, ja, der ist kein Gegner, ich kann ihn nicht anvisieren. Der dümpelt hier einfach nur rum, okay. So. Hallo. Tot. Oh. Das bietet sich doch an, ey. Es muss sein. Ah, es muss halt echt einfach sein. Oh, ich habe da unten jemand getötet. Ups. Ich hoffe, da ist kein random friendly NPC oder so. Das wäre ein bisschen suboptimal. Du. Hallo. Aha. Binoculars. Ist ja toll. Hab ich noch nie verstanden in Dark Souls spielen, was die sollen. In Dark Souls 2 machen sie denn da. Da kann man sie ja benutzen, zum Beispiel so für Spellcasting aus First Person Perspective, ne? Da war doch irgendwie sowas. Okay, erstmal Waffe wechseln. Ist ein bisschen busted. Der Laser ist auch schon richtig geil. Also wo ist denn hier unser. Wir haben doch gerade dieses Watch Dogs Schwert geholt, ne? Wo ist denn das? Nee. Der ist doch ehrlich gesagt nicht mehr wie der T ist. Ich weiß auch nicht, ob es ein Greatsword war oder nicht. Ja, nee, da. Ja, nicht so. Nee, der war es nicht. Was ist das denn? Scheiße, was war denn das? Hierfür? Oh, warte, das da, ne? Ja, das da. Okay, das ist ein Curved Sword. Okay. Das probieren wir mal aus.
So. Ja, ich töte den jetzt nicht irgendwie aus Versehen mit Sachen. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Okay. Oh, nice. Okay, okay. Ja. Okay. Das benutzen wir jetzt erstmal. Das sieht doch cool aus. Ups. See Daisy. Die Hunde gehen da draußen aber echt richtig ab, ey. Die haben ja Spaß. Au. Ja, okay, also die Vampir-Aura. Ja, die bin ja okay. Nice. Das Lighting hier ist aber ein bisschen fragwürdig, ne? Da ist ein Dude hinter. Hey, man sieht hier echt gar nichts. Hilft irgendwie auch meine meine Zauberhand nicht so viel. Oh, ey, mit dem Lighting hier stimmt aber irgendwas ganz besonders nicht, ne? Shit. Habe ich das mal gefallen? Ne, okay. Also wenn das so ist, wie wär's denn dann, wenn wir hier noch eine Fackel so einfach mit dabei haben? Ey, Schild sind OP. Soul of a Proud Paladin. Achso, ich wollte gerade sagen, warum sind wir nicht mehr Amber? Wir sind ja runtergefallen, ne? Da war was. So, hier wäre doch normalerweise der Drache, ne? Kommt der? Kommt da so ein Drachendude? Ja. Oh. Okay, der Ort ist bestimmt dann auch irgendwie ganz praktisch zum Kaufen mit Items fahren. Machen wir nochmal. Okay, ich will wissen, wie tanky ich bin. Mach mal nochmal. Sterbe ich oder sterbe ich nicht? Was? Ich dachte, das geht weiter. Okay, aber wenn der das schon überlebt, dann werde ich das wohl auch überleben. Was? Hä? Wieso tritt... Hä? Ah, okay. Macht ja voll keinen Damage, what the fuck? Ja gut, ich bin auch schon weg, ne? Was ist meine Feuerabsorption? 37,8. Okay. Ja, hier ist alles tot, ne? Macht der Schild? Ja, okay. Ja, ist mir irgendwie relativ egal, ne? Ja, hier war doch eine Mimik drin, ne? Hier war, meine ich, eine Mimik.
Ja, chill doch mal. Feuerbomb, okay. War jetzt nicht unbedingt Super Wolf, aber ist ja auch egal. Wir haben ja auch nicht mal. Das ist ein richtiger Schreihals hier. So. Da ist ein Dude. Der Effekt ist aber ein bisschen over the top, ne? Da ist noch so ein Dude. War hier nicht mal irgendwie? Ich meine, hier wäre mal eine Mimik gewesen in dem Raum. Und das ist ja offensichtlich keiner. Oder oben irgendwie noch eine Kiste, die ich ignoriert hatte? Nicht gesehen hatte? Ah, nee. Oh. Das ging aber tief unten rein. Das tut mir so ein bisschen leid, mein Dude. Das war nicht mit Absicht. Ist das hier dunkel, ey? Ja, jetzt sind wir hier. Das hat weh getan. Wenn wir den Drachen hier eigentlich... Er ist schon immer so groß? Er ist schon immer so groß? Versucht ihr mal... Chill doch mal. Manometer. So, wer soll es noch jemand irgendwie? Wer hier nicht immer einer hinter? Na gut. So, was ich eigentlich machen wollte. Wie viel hältst du aus, mein Dude? Viel. Ja, nicht so wenig, ne? Lassen wir das mal. Das dauert doch zu lange. Und anvisieren konnte ich den irgendwie nicht. Von daher. Hallo. Du bist ein großer Boy. Au. Du bist ein Reichweiten-Boy. What? Ja, jetzt ist der, das hat uns leider entkommen. Ah, das ist wohl auch nicht so schlimm. Da können wir nicht hoch. Da war auch, glaube ich, ein Bonfire, oder? Ich meine, da wäre ein Bonfire gewesen im Base Game. Aber Dark Souls 3 hatte ja auch irgendwie viel zu viele Bonfire. Von daher ist das wohl nicht so schlimm. Wenn irgendwie ein paar weg sind. Ah, wollen wir runter oder hier lang?
Oh, dafür ist jetzt hier eins. Okay. Ja, touchen wir mal an. Ich glaube, bevor wir das machen, gehen wir erst runter. Ja, genau. Ich weiß nicht, was mit dem... Also, Licht in dem Mod spielt aber ein bisschen verrückt, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Erst das da aus. Das könnte nämlich eh verschlossen sein. Von daher. Hier war doch ein Dude zur Seite, oder? Ja, doch, ja. Wow, nice. Nee, du Mailbreaker. Okay. Ja, keine Ahnung, ey. Boah, was tut in meinen Augen weh hier? Locked. Ja doch, hier wäre eigentlich dann Grey Ride drin, ne? Stattdessen sind da drei Loot-Dinger. Okay. Gucken wir mal, wollen wir alle an Schlüssel kommen. Hä? Habe ich denn das übersehen? Wie habe ich denn das übersehen? Ja. Machen wir mal. Du bist neu. Hier war doch eigentlich so ein Darkwave oder wie die hieß, ne? So ein Dark Duty, so ein Edgelord. Stattdessen ist hier, glaube ich, so ein, wie hießen die? Airfill Outrunner oder so? Waren doch das die Viecher, ne? So, machen wir den da und dann machen wir den da. Hallo. Ich muss zugeben, gegen die war ich immer richtig scheiße. Also wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich nicht überrascht. Ich kann nie lesen, was die machen wollen. Bin ich zu doof für. Also richtig. Ich hab vor denen mehr Angst als irgendwie vor keine Ahnung, Late Game Bossen wie mit dir oder so. Keine Ahnung. Ja. Okay, haben wir es auch geklärt. Oh Mann. Ich glaube, hier war eigentlich so ein Dark Dude drin. Und nicht auch irgendwie so ein Schlüssel oder so? Keine Ahnung. Ja gut, dann war's das hier schon? I don't know. Ja gut. Oh, vielleicht war da unten noch was. Nee, sieht nicht so aus. Dann sieht sehr schwarz aus. Sieht sehr nach tot aus. Okay. Da können wir... Warte. Ja doch. Gehen wir erstmal die Leiter wieder hoch. Schließlich war ja dann noch der eine Weg hinter dem Bonfire über die Dächer, ne? So. Machen wir doch mal den hier. Ja. Okay.
ist noch so ein Drache. Da ist ein toter Dude. Ja, okay. Hey, nicht wegrennen. Ups. Hier runtertreten. Verdammt, hat nicht funktioniert. So. Einer von denen ist doch so ein Transformations-Buddy, ne? Einer wäre doch, glaube ich, man den nicht schnell genug getötet bekommt, zum, der so Passive Man geworden, ne? Meine ich. Der hat da immer noch Spaß, der Drache da hinten. Kann er auch haben. Ist mir recht. Okay, der Hund ist jetzt mal ein richtig kleiner, du. Der richtig die Piepstimme. Da sind ein paar Dudes drüben. Die Final Flashen wir doch mal eben. Ja, genau. Okay. Den da auch. Ja, ja. Ah, wunderbar. Hallo? Das klang nicht nett. Wer motzt mich da an? Der da, ne? Ja, das hätte sie so gedacht. Ja, wie war das nochmal? Tritong Butthole? Irgendwie so, ne? Die Dark Souls Memes, ne? Kennt man ja. Jetzt ungünstig, ey. Hat er uns einfach gebackstabbt. Das ist der Big Boy da unten, ne? Ja, das ist der Big Boy da unten, okay. Gerade schon fragen, was höre ich denn hier so? Ah, dieses Schwert ist echt cool. Legionnaire's Cutlass, ja, ja. Da haben die sich was Cooles ausgedacht. Das finde ich gut. So ein bisschen Vampirism, weil ich ja sowieso schon seit Jahren auf das nächste Vampire Masquerade Bloodlines 2 warte. Das wäre doch was. Habe ich richtig Bock drauf. Das ist nicht erst seit gestern. Da kommen wir wohl nicht rüber. Ja. So, wo war das? Da war das.
Nee. Hier waren wir, ja, hier waren wir natürlich. Ich war bei Gelegenheit nochmal Nachtmann dahin. Gut. Wird ja wohl jetzt schwierig sein. Oh, was? Oh, warte mal, Bruder, Bruder. Ist gut, Brudi. Ui. Uiuiui. Puh, das ist aber ein heißer Tanz hier. Du bist das, der EWF, ne? Oder? Ja, du bist das. Okay, zu viele Standard Bolts, alles klar. Deserted Trouser? Ach so, ja, ja, gut, da haben wir einfach echt keine Handschuhe. Okay. Estes Shard, ja, brauchen wir aber nicht mehr. Ich würde sagen, hier war doch mal ein Hund, ne? Ja, der ist immer noch da. Astora Straight Sword. Ja, ja, mit dem Looter gucken wir mal irgendwann später. Jetzt sind wir erstmal hier unten. Ist auch okay, denke ich mal. So, da ist unser Dude. Wir können ja erst hier runterspringen, damit der Leiter nochmal hoch für den anderen Loot, ne? Geht ja auch. Machen wir so. Ich glaube, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Shit. Jetzt sind wir unten gelandet. ich würde da unten gerne weg. Oh. Ja. Ich habe irgendwas. Ich hab Bock, irgendwas zu Chaos Beamen. Also richtig. Read the Divine Haiku. From Ash and Abyss, your devotion leads you on to Iced Heresy. Okay. Hätte man nicht aufnehmen sollen? Ich habe keine Ahnung. War das schlecht? Klar, irgendwie so. Da war so ein Sound dahinter. I don't know. Sieht nicht landbar drauf aus. Okay. Ja, da sind wir so durch, ne? Da sind wir so durch. Ach, keine Ahnung, einfach runter. Schließlich wartet ja ein Boss auf uns, ne? So, von den Statuen am Anfang sah es so aus, als wäre Ward noch da. Aber vielleicht ist er ja auch verändert worden.
dass er der gleiche Boss ist, heißt ja nicht, dass er auch tatsächlich die gleichen Sachen macht. Ah, richtig gelasert. Feuerbomb? Ja, okay, lassen wir es erstmal. So, da war doch irgendwie so ein Aufzug oder sowas. Gucken wir uns da mal an. Hallo, Gegner? Jo. Das war's? Okay. Ja, genau. Genau dich meine ich. Du führst nach oben, ne? Wieder zum Anfang zurück, glaube ich, ne? Ich meine. Meine Flash! Ach, du auch? Okay, der war mit. War nicht noch gerade so ein Wauwau? Da ist er, okay. Okay. Wer hat da gerade so rumgefiebst? Hört ihr das? Ja, wir haben es ja, genau, am Anfang haben wir uns ja für die andere Richtung entschieden, ne? Ja. Ach, da leben ja noch welche. Okay. Ja, na gut. Egal. Gehen wir weiter. Also, wir gucken noch mal eben kurz da oben nach und dann gehen wir weiter runter zu Bord. Und eventuell auch Dancer. Ich weiß nicht, also gefühlt habe ich keine Ahnung, wie man gegen die Dancer spielt. Da bin ich zu doof für. Und beim letzten Mal habe ich nicht gegen die gestorben. Dann habe ich mir so ein dickes Wäffchen geholt. Hier, ne, wo ist es? Ne, nicht da. Dann habe ich mir diese Great Machete gemacht, in Dark. Und dann habe ich die hochgewertet und habe ich die damit verprügelt. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Das hat dick Schaden gezogen. Weil so, ich sag jetzt mal, mit meinen anderweitigen Standardwaffen, die ich so gerne benutzt habe, bin ich irgendwie ein bisschen zu blöd und zu scheiße für die Dancer so richtig. In so einem, ich sag jetzt mal, fairen Kampf mit meinem normalen Equipment, mit meinem normalen, wie ist das Wort? Layout? Nee, nicht Layout. Ihr wisst schon. Bin ich zu doof für. Nee, schwurbelt mir zu viel rum. Ich habe erst versucht, die zu cheesen. Ich habe so gegoogelt. Hier, Dancer of a Boreal Valley Cheese. Da hat einer geschrieben, was von wegen
des Spells Pestilent Mist. Ne? Habe ich versucht. War ich auch zu blöd für. Habe ich einfach geguckt, okay, gegen was ist die schwach? Okay, gegen Dark. Dann nehme ich mir einfach so ein fette Dark Machete und verprügle ich die damit. Das hat funktioniert. Beim ersten Versuch. Die Easy 100% Success Rate Cheese Strategie hat bei mir nicht funktioniert. Die ist wohl nicht komplett idiotensicher. Okay, nee. Ich wollte eigentlich nicht in den Zivilisten da kämpfen. Wow. Ah, oh. Aber warte mal, ne? Wenn wir hier gerade diese Schwerter haben. Gegen was ist die Tänzerin denn schwach? Oder wo haben wir denn hier die Rüstung von der? Ach, stimmt, vorher wäre einfach nach dem Alphabet sortiert oder so. Warte, wo ist sie denn? Ich sehe sie gerade nicht. Guck mal genau hin. Da ist er. Ja, gegen Feuer. Wo hatte ich denn da eine Dark-Waffe? Keine Ahnung. Aber Feuer scheint. Ja, Feuer macht auch Sinn, ne? Boreal Valley Kram. Oder. Ne, warte, das ist ja sowieso ein bisschen anders hier, ne? Die haben ja irgendwie alle so komische Verzauberungen. Die haben ja die Waffentypen auch so geändert, so ein bisschen, ne? Ich glaube. Die Machete, hatte ich glaube ich gar nicht mit Dark, oder? Einfach nur so sharp oder so. Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding. Richtig fette Waffe. Bam, gib ihr. Hat funktioniert. So, da ist doch noch so ein Abyss-Touch-Typ, ne? Nee, das ist. Oh, das ist ein Black Knight. Was? Oh, Black Knight und ich habe eine Feuerwaffe. Merkst du was? Ich merk was. Wird ein bisschen dauern. Aber vielleicht ja Blutung. Ja. Blutung hat's gebracht. Black Knight Glaive. Ring of Many. Was ist das denn? Der ist neu, glaube ich. Den kenne ich nicht. Wo ist denn der? Der da? Nee. Der da. Boost Physical Damage by 5%. Sehr gut. Aber Physical sind wir sowieso nicht so wirklich, ne? Wir sind ja eher hier so ein Zauber Battle Mage Dude. Oh. War ich das mit meiner Vampirblutung? Sorry. War keine Absicht. Und das ist allerdings jetzt schon Absicht, ehrlich. Roste dich. Wir könnten hier mit Statuseffekten spielen, ne? Ich weiß leider nicht, gegen was die Tänzerin schwach ist. Ich denke mal Frostbite wahrscheinlich nicht, ne? Wir könnten ja sonst versuchen, irgendwie so mit Dots zu arbeiten. Das wäre doch auch cool. Finde ich eine knorke Idee eigentlich. So. Ja. Ups, da nicht zu nah an den dran stehen. Vielleicht ist das ja auch relevant für irgendwie eine Quest, falls es die noch gibt. Hier keine von den Typen anzuhauen. Zu töten zum Beispiel. Oder eher zu töten. Angehauen haben wir aus Versehen schon, mehr oder weniger. So. Da ist ein Bonfire. Das ist neu.
Ach, der ist jetzt hier unten, okay. Love Reignite Greatsword, Refined Gem. Die wollen alle nicht mit uns reden. Und da haben wir gleich unseren schönen Ward-Boss-Fight. Ja. Was haben wir denn so da? Was haben wir denn so da? Also, was können wir denn benutzen? Also, ich glaube, Frostbite macht nicht so viel Sinn, ne? Wir haben natürlich auch noch unseren Toxic Mist, aber dafür müssen wir halt stehen bleiben und in der Wolke stehen, ne? Und Ward ist ja so ein Rumhüpf-Dude. Was ist das denn hier? Das sind Flamestone in front of you that return with massive explosion. Ne, will ich mal ausprobieren. Der hört sich cool an. Ja, wir haben zu viele teure Zauber, ne? Machen wir immer kleineres. Den will ich ja auch gern HEW benutzen. Excessive Bleeding, ich meine, kostet auch 700, ne? Also wenn wir schon davon sind, dass wir nur teure Zauber haben, ne? Magic Damage. Was macht das? Soul Gain. Das ist doch geil. Erstmal, aber da ich meine, ne, wir haben kein 50 Wave. Also. Ne, und bis wir irgendwie 50 Wave zusammenkriegen, dauert das noch Jahre. Das ist dann eben wahrscheinlich New Game Plus 5 oder so. Inflicting Bleed. Ja, keine Ahnung. Bleed build up for around 80 seconds. Das klingt doch gut. Das nehmen wir mal mit. Wie fliegt denn das Projekt hier? Wir brauchen ein Testobjekt. Du da. Das da. Okay, ist relativ fix. Und was haben wir, gibt's denn überhaupt so? Also es gibt ja, ne? Bleed, Poison, Frost und Curse. Keine Ahnung, ob wir irgendwie Curse machen könnten. Ich glaube nicht. Bleibt uns noch Bleed und Poison. Frost kann man ja wohl vergessen. Poison. Ich meine, Poison haben wir halt echt nur bei Poison haben wir halt echt irgendwie nur das da gerade, glaube ich. Das ist ja einfach nur so ein Dodge. Das ist, ja genau, das ist Pest und Mist, das meinte ich vorhin. Macht irgendwie Prozent, Max Percent HP Damage, glaube ich. Deswegen, dass ja auch gerne wohl für Media Cheese Builds benutzt wird. Ah, nicht Cheese Builds, sondern halt, ne? Easy to play Builds. Was ist das denn? Ja, komm, nehmen wir einfach mal Toxic Mist mit. Dann nehmen wir Final Flash mal raus und dann nehmen wir das ein Feuerding damit. Das hört sich cool an, das will ich ausprobieren. Apocalyptic Flames. So, zeig ich mal, wie das aussieht. Wow! What the fuck? Sorry, Dude. Das war nicht klar. What the fuck? Oh, nicht schön. Okay, der Spell sieht geil aus. Ja. Okay. Wir gehen nochmal eben Proforma Ember. Und dann machen wir fort. Ja, machen wir. Dodge brauchen wir glaube ich nicht mehr, können wir wegmachen. Ja. Bevor wir da reingehen. Ja, die ist auch richtig nice. Ich weiß nicht, ob es die im Base Game auch gab. Die kommt mir unbekannt vor. Ich glaube, die ist neu aus dem Ding hier. Ich hatte gestern hier halt angefangen, mir den Mod anzugucken. Da habe ich dann Gale getötet. Dann habe ich das irgendwie gesehen bei dem.
Gil irgendwie so einer der, ja, den DLC hatte ich in meinem letzten Run nicht gemacht und ich war ja kurz vor, ich war ja direkt vorm New Game Plus, ja, am Ende von New Game Plus 2 hatte ich direkt da einen Save von New Game Plus 3 und da hatte ich den DLC noch nicht gemacht, da bin ich eben zum Gil durch und habe ich den umgeprügelt und dann hat der irgendwie das so, ja, also ich habe keine Ahnung, ob es die im Base Game auch gibt, aber die ist halt richtig lustig, die hat halt auch das, was der macht, ne, so. Und den hier, achte mal. Ja, kennt man wahrscheinlich noch, falls man sich noch dran erinnert. So, aber wir haben gesagt, wir haben noch ganz viele von diesen Pissballs, ne? Nehmen wir doch mal die hier erstmal. So, Board, hallo. Laden wir mal auf. Ja. Wort und danach gucken wir mal Dancer an, je nachdem wie gut Wort funktioniert. Ich bin da ja immer relativ pessimistisch, was meinen Skill angeht in dem Spiel. Oder immer nicht vorhandenen, ne? Kennt man ja. Da, wo ist er? Muss man erst anklicken, ne? Oder nachhin rennen. Und ich kann hier auch nicht mal andere zur Hilfe rufen, weil ich halt offline spiele, damit ich nicht gebannt werde, weil ich mit einem Mod online spiele. Das heißt, ich musste gestern auch Friede und Gale alleine machen. Hat funktioniert, beide First Try, aber ich bin halt echt nicht gut da drin. Ui, also, wenn ich mir so Speedrunner angucke, oieiei, keine Ahnung, ey. Okay, ich guck mal erstmal, ob der irgendwie was anderes kann, außer dass meine Ohren gerade sterben, weil es viel zu laut ist. Man macht nichts Neues, ne, bis jetzt. Warte mal, so ein bisschen. Nee. Das war cool. Wo bin ich? Ach da. Er hatte eine zweite Phase, ne? Ja, okay. Nevermind. Hat sich gerade erledigt. Jetzt ist er das auch so ein richtiger Upcharger, ne? Oh shit. Bin ich tot? Holy moly, da hat er mich fast zu Tode gekombot. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Ich meine, ich habe das Gefühl, würde ich jetzt gegen die Sensoren kämpfen, wird die mir richtig die Fresse polieren. Da habe ich so ein Gefühl. Vom Feeling her habe ich so ein Gefühl. Peer over the cliff and hold up a banner. Oh, hier ist so ein Bonfire. Ach nee, warte, das ist nur der Warp. Okay, never mind. Ja. Dancer oder... Ich meine, wollen wir sterben? Ich meine, Dancer bedeutet den Tod für mich. Das machen wir uns nichts vor. Ach, wir gehen erstmal weiter. Bei Tänzern würde ich mir das Schwert wahrscheinlich auch upgraden wollen.
Ja, an der Zettelmap, ne? Machen wir mal eben hier den Burnmaster 2000. Und dann... Alfred Castle Core, ja. Gehen wir mal eben zurück zu... Okay. Zum Feuerlingsschwein und upgraden das Schwert. Das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, das zu benutzen. Ich finde die Spezialattacke davon sehr schön. Gucken wir mal, ob sich hier was geändert hat. Langer Ladebildschirm. Alter PC ist auch kein D-Zug, ich verstehe das schon. Wobei manchmal ja das Spiel auch irgendwie im Ladebildschirm softlockt bei mir. Ich hoffe, das ist jetzt nicht einer solcher Fälle. Okay, war aber schon ziemlich lang hier. Holy shit, was geht denn hier ab, ey? Welcome home, speak. Very well. Ja, wir haben keine Level up. Genau, dich da will ich. Ja, die Waffe hier, ne? Wo ist sie denn? Da ist sie. Okay. Titanite Scale. Puh, ja, jetzt haben wir keine mehr, ne? Ich glaube, momentan verkauft die auch noch niemand, ne? Oder? Vielleicht? Borg! Let's go! Ja, die haben wir auch noch. Nice, plus 7. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, wie viel Damage wir das Feuer gemacht hat. Das ist jetzt sehr clever gewesen, aber okay. Ja. Ja, dann ist es halt so. Keimer. So, dieser. Nee. Ist der? Wie hieß der Typ hier? Hm. Oleg. Wir hätten doch bei der Seelentransposition-Geschichte eben so ein Keimer, oder? Wir haben 100.000 Seelen. Oh, was machen wir? Ich glaube, wir machen hier erstmal kurz Ende und beim nächsten Mal machen wir weiter. Das ist das, was wir machen. Bis dann.